Hallöchen! Und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Ich dachte Seijuice Food. Achso, Seijuice Food. Wir befinden uns wieder auf unserer Couch und haben noch ein Paketchen vor uns. Und nein, es ist nicht Ikea, wie es draufsteht, sondern wir haben aus der Schweiz Süßigkeiten geschickt bekommen. Genau, von dem Schweizer. Ne? Der Schweizer aus Berlin an Silvester. Genau, die Insider kennen den. Letztes Jahr waren es die Nürnberger, jetzt ist es der Schweizer. Genau, also das ist jetzt keine Firma oder so, sondern einfach ein privater Bekannter, der aus der Schweiz kommt und der dachte sich, hier, ihr habt einen geilen Food-Kanal, ich schicke euch einfach mal ein paar Schweizer Spezialitäten. Genau. Und da schauen wir jetzt mal rein. Wir haben nicht reingeguckt. Das ist wichtig. Karte. Grüezi, ihr beiden. In dieser Überraschungsbox findet ihr die liebsten Süßigkeiten der Schweizer. Viel Spaß beim Naschen. Oder wie man so schön sagt, ein Güte. Das kenne ich nicht. Ein Güte. Viele Grüße der Schweizer. Hervorragend. Genau. Oha, das beste ist cool. Grüße aus der Schweiz. Kuss, Kuss, Kuss auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal für das Paket. Und alles, was wir jetzt hier auspacken übrigens, wollen wir direkt testen in diesem Video. Ja, also, safe. Wir zeigen erstmal alles, was hier drin ist. Wir zeigen erstmal alles, was hier drin ist und dann testen wir wirklich alles. So, wir haben extra gerade gegessen, damit wir jetzt... Ja, süßes Essen, also süßes unser Nachtisch. Oh mein Gott, was hast du da schon rausgenommen? Ovo Rocks. Ovo Maltine müsste das doch sein. Ja, ich kenne Ovo Maltine, aber hab ich noch nicht gegessen. Das ist so Kakao, da gibt es auch Schokolade. Da gibt es Nutella von, da gibt es Kakao von, da gibt es Kekse von. Ja, ich muss aber es die habe ich noch nie gesehen. Mit Schweizer Logo oben. Alter, krass. Ist das geil. Zeig kommt mal. Ovo Maltine aus der Schweiz, würde mich mal interessieren. Keine Ahnung. Schreibt's mal in die Kommentare. Schreibt's in die Kommentare. Komm, ich nehme jetzt hier direkt Chips, weil Chips ist so mein Ding, würde ich sagen. Oha, liebe Chips. Paprika. Original mit Schweizer Alpensalz und Rapsöl. Zweifel steht da. So heißt die Marke. Ja, Chips geil. Sehr nice. Salz. Ich bin wieder dran. Entschuldigung. Oha, was ist das denn? Das sind so Lutschbonbons, nehme ich mal an. Kennt man auf jeden Fall. Da habe ich was zum Lutschen. Ey, ich bin dran. Cola-Fröschli steht einfach drauf. Cola-Fröschli. Oh mein Gott. Cola-Fröschli. Was ist daran jetzt so lustig? Fröschli. Ich finde es lustig. Das Fröschli. Die Cola-Fröschli. Die schmecken mir besonders gut. Als nächstes kommen mir die Fitzers. Die Fitzers. Auch für die Marke, ey. Ah, das sind diese, diese ja, einzelnen... Brausetabletten oder so. Schon krass. Oh, nice. Das kennen wir, glaube ich, alle. Was? Toblerone. Oh, Martine, wollte ich gerade sagen. Ich habe noch nie Toblerone. Doch, das erste Mal in deinem Kalender habe ich Toblerone gegessen. Ey, haben wir früher sogar auch mit weißer Schokolade immer gegessen. Also, das kennt man. Ey, krass. Also, Schweizer, du musst mir das wirklich bitte nochmal schreiben, ob wirklich alles ansässig in der Schweiz ist, so gegründet. Aber ich glaube, Toblerone meine ich schon. Ich habe keine ich Ahnung. Ich weiß auch nicht. Hab ich hier? Torino! Einfach ein Torino. Ach. Ist mir leid, ich bin einfach... Du musst dich halt auch mal nach vorne beugen. Ja, aber hab ich doch schon. Risoletto. Risoletto. Sieht geil aus, der Riegel. Ricola. Lind Milch extra, extra au light. Lind ist doch jetzt niemals aus der Schweiz, oder? Nee, aber Schokolade. Das ist doch deutsche. Aber doch, guck mal, hier ist sogar auch ein Schweizer Zeichen drauf. Okay. Ich nicht. Aber guck mal. Ovo Maltine, so ein Crunch. So ein Riegel, Ovo Maltine. Krass, geil. Oh Junge, das ist wie Weihnachten. Ich hab nie gedacht, dass ich so Junge, ich geh jetzt wieder trainieren, Alter. Die sind richtig geil. Perfekt. Die sind geil. Das sind so Bomben da, ne? Boah, die sind so geil, das ist so innen drin so geil. Da innen drin so geil. Da kommt Flüssigkeit raus. Bärentatzen. Oh, ich glaube, das mag ich. Das habe ich schon mal gehört, aber noch nie gegessen. Katzenzungen hast du schon gehört. Nein, Bärentatzen. Lol, Ricola, wie ich es gerade gesagt habe. Ricola. Petit Börek. Börek ist jetzt eher türkisch. Börek. Ein kleiner Börek. Oh, 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 was ist das denn? Kegi Fritz. Käse habe ich gelesen. Das ist wahrscheinlich so Kuchenriegel. Die sehen so geil aus. Nee, das sieht aus so ein bisschen so wie KitKat. Stimmt, ja, wie KitKat. Jetzt was zu trinken. Jetzt bin ich gespannt. Oh mein Gott. Rivella. Bestimmt ein Energy oder so. Aber hier steht locker, ja auch nichts drauf. Locker einfach Almdudler.
was genau gleich aussieht. Ja. So, zwei Sachen haben wir noch drin. Junge, was ein fettes Ding. Schweizer Schokolade oder so. Pralinenmucker. 10 Hüpen einzeln gerollt steht da drauf. 10 Hüpen. So, und das letzte, und zwar 4 Eier. Wir brauchen Eier. Wir brauchen Eier. Eier, wir brauchen Eier. So. Wir haben uns das jetzt nochmal zurechtgelegt und ich würde sagen, du probierst das Erste. Ich probiere das Erste? Ja. Okay. So, ich glaube, es könnte auch schon mit das Geilste hier sein, was hier liegt. Ich finde auch, also darauf habe ich auch richtig Bock. Mag ich das? Gewöhnungsbedürftig. Doch, ich schmeck gut. Es schmeckt irgendwie sehr krass nach Kakao so. Was würdest du dem geben? 5 von 10. 5 von 10? Mhm. Ich würde dem sogar 6 von 10 geben. Also so kann man machen, aber das Ding ist, die Dinger sind auch immer richtig teuer von Ovo Maltine. Deswegen würde ich es mir, glaube ich, nicht kaufen. Ja, dafür haben wir ja den Schweizer, ne? Okay, wir essen jetzt Chips mit Schweizer Alpensalz, steht hier drauf. Boah, ich muss immer einen essen. Wenn man das direkt auf der Zunge hat, hat es kurz einen anderen Kick als normale Paprika-Chips. Einen anderen Kick? Weißt du, was ich meine? Ja. Nee, die sind jetzt nicht schlecht, aber auch nichts Besonderes, meiner Meinung nach. 5 von 10. Ich würde dir eine 7 geben. Ich finde die irgendwie sehr nice, aber ich liebe halt auch Chips, das muss man schon sagen. Und mit Paprika-Chips, mit Original-Chips-Geschmack kann man bei mir nichts falsch machen. Du musst parteiisch bewerten. Parteiisch? Was willst du jetzt essen? Ich hab mal Bock jetzt auf diese Fizzas. Ich habe es ja vorhin schon ein bisschen auf nah gezeigt. Das sind halt solche Brausetabletten. Weißt du, was mich das erinnert, wo man so klickt, diese Dinger, da weißt du, diese Figuren. Aber die waren quadratisch. Wie hießen die? Fit-Tipp, irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Aber weißt du, an was mich die auch erinnert? An diese Ketten, die man so um sich hat. Und dann kann man halt immer so abknabbern. Für mich hat es so übel das Weltbild zerstört, diese Ketten, als ich dann irgendwann gesehen habe, dass es so auch als Unterhose gibt und so. Das hat mich richtig fertig gemacht, als ich das gesehen habe. Ich finde die mega geil. Ist wahrscheinlich überhaupt nichts Besonderes im Gegensatz zu anderen Brausetabletten. Aber ich kann mir das so gut vorstellen, irgendwie so vorm PC abends dann immer so diese Dinger da reinstecken. Echt? Bis einem schlecht wird, ja. Du, mir wird schon nach dem zweiten schlecht. Gebe ich eine 6,5 von 10. Ich glaube, ich eine 4 von 10. Ihr könnt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob ihr eher lieber salzig nascht oder süßes nascht. Das würde mich mal interessieren. Oder Schokolade. Ja. Schokolade mit Salz, das ist es. Oh, das ist wirklich krass, das mag ich auch. So, ich probiere jetzt Torino. Das ist wahrscheinlich auch Schokolade, oder? Ja, kann ich mir auch vorstellen. Konsistenz schon mal richtig geil. Oh, ich schmeckt nach Schokolade, richtig. Was ein Ding. Ich finde, von der Konsistenz erinnert mich an Mousse-Schokolade. Ja, so Rosette-mäßig. Was, Rosette? Diese Noisette. Kenn ich nicht. Aber ist geil, oder? Das kannst du nicht komplett essen, Junge. Da wird einem ja echt übel dann. Aber nicht, weil es schlecht ist, sondern das ist so diese Masse, pure, ne? Butter. Ja, genau. Das schmeckt wie so Butter irgendwie. Butter mit bisschen Schokolade. Ich sag 6 von 10. Ja. Es ist irgendwie geil. Die Fröschis. Die Fröschli. Ich liebe Fröschlis. Ich kann eigentlich beide schon direkt in den Maul stecken. Maul. Die sehen aber auch so aus wie ein Frosch einfach. Oha. Wie die Cola-Fläschchen, ja. Schon geil. Okay, wie viel gibst du dem? Luna? Ja, mein Schatzi. Ja, eklig, ne? Muss ich auch mal ertragen. Okay, was gibst du denn? Ich gebe den 5 von 10. Ich gebe 3 von 10. 3? Ich wollte eigentlich auch 4 von 10 sagen. Es hat sogar irgendwie so einen Lakritz-Nachgeschmack irgendwie. Aber an Frucht, an Loop. Oh nein, das sind Kaubonbons, ja! Oh, ich will Kru- Geil! Erdbeer. Ich habe Ananas. Ananas? Mein Kaffee. Mein Bui. Okay. Junge, mein Gebiss. Ah! Ist eh schon ausgekugelt. Ah, da kommt ja Flüssigkeit raus. Boah, die sind richtig geil. 8 von 10. Richtig geil. Ich sag 6 von 10, aber auch nur, weil ich Kaubonbons nicht ganz so fern bin. Okay, Bärentatzen. Das finde ich halt so süß. Und Rocker schmeckt auch richtig nach Kakao jetzt. Geil. Das ist halt Lebkuchen. Ich will Lebkuchen. Boah, aber ich find's geil. Das ist Lebkuchen. Ey, das ist mega süß. Also süße Idee, meinte ich. Ich finde halt jetzt irgendwie so, das ist halt so die schlimmste Jahreszeit jetzt eigentlich so im Februar.
sich so Weihnachtsgebäck zu geben. So. Ja, aber an sich schmecken sie ja schon ganz gut. Passend zur Jahreszeit würde ich es 8 von 10 geben. Ich sag 6 von 10. Heute mal ein bisschen kritischer unterwegs. Ich merke schon. So, ich habe jetzt Bock, was zu trinken. Deswegen nehmen wir jetzt mal hier diesen Energy, weiß ich ja nicht. Das ist kein Energy. Schmeckt so, so wie Benzin. Ich glaube, der Schweizer will nächstes Jahr alleine der King auf der Straße sein. Mit ist er doch eh. Ich kann den Geschmack nicht deuten. Leute, beschreibt mal in die Kommentare, was es genau ist. Das wäre gut. Er hätte uns so eine Beschreibung mit einpacken sollen. Also es steht hier einfach auch nicht drauf, ne? Auch keine Inhaltsbezeichnung. Aber 37 Kalorien nur. Kann man nicht beschreiben, ne? Kann ich auch irgendwie nicht bewerten. Keine Ahnung. 5 von 10. Ja, das denke ich auch. Die Hupen. Die sieht man ja ausnahmsweise heute nicht. Verarscht. Erspare uns den Anblick. Auf! Bei mir steht Mokka drauf. Bei mir steht Janduja, was auch immer das ist. Jindaui. Ah! Boah, das sieht aus wie so. Kennst du diese Rollen? Katzenleckerli. Schmeckt ja so strong nach Kaffee. Ich mache jetzt auch direkt eine Praline auf. Ich esse die jetzt auf. Echt? Alter, ich habe schon genug von Süßen. Nichts Besonderes, zum Kaffee bestimmt sehr geil. Aber ich finde, die sehen sehr edel aus und das finde ich macht es auch nochmal richtig krass. Ja, aber was ich dann wiederum nicht so edel finde, ist diese normale Plastikverpackung. So. Telefon noch in Plastik. Ja, Ehre des safe. Plastik. Auf jeden Fall. 7 von 10. Ja, 6 von 10. Ich entscheide mich jetzt mal für diesen Riegel hier. Da bin ich sehr gespannt. Genau, für die Rosette. Risotto-Reis. Steck dir die Kackknöllchen in meinen Mund. Erinnert mich an so einen Proteinriegel. Schmeckt so ein bisschen abgelaufen. Ja, nach Karamell. Wirkt ein bisschen wie schlechtere Twix. Ja, du siehst ja, das Karamell ist hier aber noch am Stück. Mhm. Das ist so Karamellklumpenartig. Klumpe? Also es ist nicht dieses, wenn du in Twix reinbeißt, dann kommt es, dann zieht sich das so raus. Hier ist es noch am Klumpen. Finde ich, ist auch nicht so mein Fall. Ich würde eine 4 von 10 geben. Ich hab Bock auf Kegi. Ich habe gar keinen Bock mehr auf dieses. Das ist wie so eine Schokoladentafel, fühlt sich das an. Auch schon wieder so edel irgendwie. Ich hab auch gar keinen Bock, Ricola zu lutschen. KitKat. Ja. Aber mir schmeckt die Schokolade überhaupt nicht. Bah. Doch, schmeckt es. Ich meine, am Ende des Tages ist eh alles immer Geschmackssache, ne? Eben, und das ist nur unsere Bewertung. Das ist, ihr müsst auf jeden Fall schauen, ob ihr die Sachen kennt und auch schon probiert habt an die Schweizer Freunde hier draußen. Schreibt mal euren Favorite in die Kommentare, wenn ihr hier irgendwas seht. Oder generell, wenn ihr auch Ahnung habt von Schweizer Spezialitäten, dann empfehlt uns mal was in die Kommentare. Da wird sich der Schweizer bestimmt auch freuen, wenn ihr da mitmacht. Ich gebe dir aber auf jeden Fall so eine 5 von 10. 3 von 10. Okay, was nimmst du als nächstes? Die Eier. Endlich. Wenn ihr auch Süßigkeiten kennt oder besitzt von ausländischen Marken, Produkten, dann könnt ihr uns die auch gerne schicken, indem ihr uns auf Instagram mal eine Nachricht schreibt. Und dann schicken wir euch unsere Adresse und dann könnt ihr die schicken. Das ist Schaumkuss. Ja. Boah, krass. Ich mag Schaumküsse so. Eine 6 von 10. Kommen wir zwischendurch hier nochmal ein Butterkeksli. Mhm. Ich muss sagen, der Keks schmeckt auch total gut. Mhm. Man schmeckt die Schokolade nicht so richtig. Der Keks ist so dominant, ne? Ja. Ich finde die lecker. Mhm. Aber jetzt auch nichts Weltbewegendes. Ich sag 7 von 10. Ich sag 6 von 10. Okay. Mein Bauch, ey. Immer noch so. Viel Sachen. Also wir haben schon uns echt gut vorgearbeitet, aber unsere Bäuche streiken schon langsam. Ja. Aber das lassen wir nicht in die Wertung mit einfließen. Nee, safe nicht. Nee. Klassik. Doppler Laune. Boah, ich mag's nicht. Ich finde aber auch den Schokoladengeschmack nicht geil irgendwie jetzt. 3 von 10. Ja, 3 von 10. So, die Lindt. Ich meine, die kennen wir ja eigentlich. Uns teilen, oder? Ja, okay. Ach du Scheiße.
Diese Buttercreme. Oh, kein mehr. Aber ist geil. Wirklich, ich mag die wirklich. Wir kennen die ja. Also ich nicht. Ich mag die schon. Ich war noch nie ein Fan von Lindt. Noch nie. Ich mag die. Und jetzt ist mir einfach nur zu viel Bauch. Deswegen gebe ich den trotzdem 7 von 10. 4 von 10. Ja, ich bin einfach kein Fan von Lindt. Das ist ja, immer okay. So übel teuer und die Schokolade an sich ist einfach nicht mein Geschmack. So, da bin ich halt schon immer so auf diesem Milka-Trip. So. Der Riegel. Ich stecke ihn in den Mund. Na, ist geil. Ja, ich finde ihn jetzt auch vom Geschmack besser als diese Rocks. Ich auch. Diese Rocks waren einfach nur gefühlt nur aus Luft. Der Rest war einfach nur Kakao. Aber hier ist noch so ein bisschen mehr Pep. Kannst du das nochmal abbeißen? Ey, ah, das hätte ich nicht tun sollen. Ich weiß, ich bin gerade so schlecht. Das ist irgendwie so Automatismus. Nochmal Lindt. Milch extra, also mit extra Milch. Kindermilch, ja, ist gut für Kinder. Schinkenwurst, Leberwurst und Erdbeerkäse. Schinkenwurst und Erdbeerkäse. Es ging zu viel Milch. Mhm. Ich bin fast wie Kinderriegel. Also jetzt gerade finde ich es komplett eklig. 5 von 10. Ich sag 3 von 10, weil ich halt so Milchschokolade nicht so gern mag. Alles klar. Und Ricola. Ricola. Locker, die Kombination ist auch ultra eklig, oder? Boah, ne. Erinnert mich so an Sauna jetzt. Auf was freust du dich die Tage am meisten? Auf die Chips, weil ich einfach dieser salzige Typ mehr bin. Und auf diese, ich glaube auf diese Fruchtgummis da, diese. Also doch. Irgendwie doch, ja. Ja, ich auch. Aber vielleicht auch nur, weil ich gerade keine Lust auf Schokolade habe. Aber Ovo Maltine, dieser Riegel. War der beste, finde ich, von allem. Ich fand auch diesen Ovo Maltine Riegel, der war schon stark. Dieser Torino, der war eigentlich auch stark. Ich freue mich auch einfach so vorm PC zu hocken. Ja. Diese Dinger mir reinzusnacken. Wenn wir morgens aufstehen, dann ist hier über dieses Papier. Ja. Und auch diese Kaubonbons, ich glaube, da müssen wir uns dann drum streiten. Oh ja. Huch. So Leute, ich würde sagen, danke für dieses Paket. Danke wir an den Schweizer. Genau, wir erfreuen uns die Tage darüber. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video, oder? Es ist 22.45 Uhr. Wir sollten aufhören, weil ich muss morgen arbeiten. Haut rein.